Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist natürlich immer noch Division. Ich habe aktuell überhaupt keine Ahnung, die wievielte Folge das Ganze hier ist und wie viele Parts ich also jeden Tag so hochgeladen habe. Also wie oft ihr schon Division gucken konntet, ob ihr da eine Menge schon von gesehen habt, ob ihr, wenn das zum Beispiel das Video hier in 7 Tagen online geht, ob ihr dann sagt, Mensch, nee, Alter, da haben wir vielleicht schon total genug von und das will gar keiner mehr sehen. Das werden wir erst so nach und nach abchecken können. Heute will ich aber für meinen Part ganz einfach mal wieder eine Mission spielen. Und ich habe mir gedacht, beziehungsweise ich habe mir ausgesucht, wir könnten mal wieder so eine Medic-Mission spielen. Denn alles andere ist, glaube ich, jetzt erstmal eine Stufe höher, oder? Also das ist der Medic-Einsatz. Der ist für den Schwierigkeitsstufengrad 8. Das halte ich noch für moderat. Das hier ist für die Schwierigkeitsstufe 12. Das ist also schon eigentlich wieder zu schwierig für uns. Und das hier ist für die Stufe 14. Also alles, was jetzt hier so in meiner unmittelbaren Umgebung liegt, also 2 Medic-Einsätze und einmal dieser Tech-Einsatz, da ist momentan eigentlich nur der einzelne Medic-Einsatz für vorhanden, also wenn wir die Hauptstory machen. Sicherlich sollte man auch nicht komplett vernachlässigen, dass man hier diese Nebenmissionen macht, wie hier ein Kampf, hier was einsammeln, Safehouse brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was gibt es hier noch für einen Einsatz? Also dass man die Kämpfe eigentlich, müsste man eigentlich auch so ein ganz klein bisschen mitnehmen, muss ich mal sagen. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, wir könnten heute... Über welchen Kampf wollen wir laufen? Über den? Wir laufen einfach mal über einen Kampf drüber. Und wenn wir diesen Kampf gespielt haben, dann geht es weiter mit dem Haupteinsatzort. Und ganz einfach, um den Medic-Bereich weiter auszubauen. Und damit wir ganz einfach natürlich auch weiter aufleveln können. Aktuell bin ich Stufe 9, könnt ihr oben rechts im Bild eingeblendet sehen. Ich spiele heute zum ersten Mal aktiv mit einem anderen Controller. Den habe ich zwar auch sonst schon mal angeschlossen gehabt, aber ich spiele das Ganze jetzt mit dem neuen Xbox One Pad. Es reagiert ein ganz klein bisschen schneller als mein altes Pad. Das tut mir leid, ne? Dann krepiert hier so eine neben mir und ich als guter Typ. Ja, oh. Oh, oh, oh. Kann ich Ihnen helfen? My Lady! Ich glaube, das geht zu Ende. Boah. Das müsste jetzt eigentlich heißen Tod im Video. Frank Sirius lässt Unbeteiligte sterben. Oder irgendwie sowas. Was Dramatisches brauchen wir da? Ein Teil ihrer Ausstattung ist überholt. Ein Teil ihrer Ausstattung hat verglichen mit ihrer aktuellen Stufe eine niedrige Stufe. Beschaffen sich durch Erkundung, Einsätze, Händler oder Anfertigung neue Ausrüstung. Was? Das kann doch gar nicht sein und ich war so stolz auf meine neue Ausrüstung. Ich habe auch ein neues Objekt. What? Eine umgebaute SMG. Aha. Also eigentlich habe ich jetzt gedacht, hier mit meiner neuen hier... ich spiele anstatt der Hasmat, bin ich ja... Guck mal, die hatte 2380. Bin ich jetzt auf die Ska gewechselt? Ja? Die ja ordentlich Schaden macht? Soll ich das eigentlich als Primärwaffe nehmen? Das ist doch eigentlich scheißegal, oder? Und Sekundärwaffe habe ich ja gespielt. Wie stark ist nie? 259er Schaden. Ja, 362er, das ist hier meine Primärwaffe, meine Sekundärwaffe. Also das ist doch irgendwie alles gut. Stufe 8, Stufe 8, ich bin Stufe 9. Okay, man könnte sich jetzt irgendwo was besorgen. Den Karabiner habe ich ja noch, aber das ist halt so eine One-Shot-Waffe. Das ist irgendwie nicht so meins. Also was will das Spiel? Will mich das hier anpissen oder was? Klar könnte ich schon alles im blauen Lila haben. Habe ich aber nicht. Leider keine Dark Zone gespielt hier im Let's Play. Also aktuell mit dem Charakter hier war ich ja wirklich noch nie in der Dark Zone. Wen das interessieren sollte, mein anderer Charakter, mit dem ich auf Twitch schon mal gespielt habe, der ist jetzt aktuell, ich glaube, Level 6 oder Level 7. Also gar nicht hier von so weit entfernt und ist eigentlich auch schon ganz schön ausgestattet. Diese LMB-Typen. Oh, Moment, ich höre irgendwas. Die ganzen LMB-Typen spinnen. Ah, nur 2 Mann, okay. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Also die waren jetzt zu leicht, als dass ich da irgendwie die große Show machen muss, oder? Ich wollte gerne mal mit der Ska spielen. Ich muss jetzt echt sagen, dass das, ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wenn ihr PC-Spieler seid. Ich habe im Übrigen den Erfolg, das habe ich nachgeguckt, wen das interessieren soll. Ich habe den Erfolg, mit den Türen zu machen. Wenn ihr PC-Spieler sein sollt, kennt ihr das vielleicht, wenn ihr eine neue Maus habt, dass sich das irgendwie anders anfühlt als
die alte Gaming-Maus, die ihr vielleicht schon ewig spielt. Und so fühlt sich das für mich jetzt gerade auch mit dem neuen Pad an. Das ist so ein ganz klein bisschen ungewohnt, der reagiert schneller und solche Geschichten. Ich fange mal direkt hier Streit an. Ich will wieder einen durchs Auto schießen. Scar verzieht ein ganz klein bisschen mehr, meine ich, als die, die ich vorher gespielt habe, die Waffe. Aber nach wie vor ist die Waffe jetzt sehr stark und gerade um gegen Level 5 Gegner zu spielen. Ungewohnt. Also die Waffe, also erstmal ist das Pad ungewohnt, weil das Pad wesentlich sensibler anschlägt als das alte Pad. Das alte Pad hat sich irgendwie so ein bisschen smoother, ein bisschen weicher angespielt. Also vorher habe ich halt mit dem Standard Xbox 360 Pad wired gespielt, also mit Kabel gebunden und habe mir dann jetzt mal, weil das einen Wackelkontakt hat, vielleicht habt ihr es zwischendurch schon mal gehört, dass das so tüdelüm, tüdelüm gemacht hat. Das kam halt bei dem einen oder anderen Gameplay schon mal vor und jetzt habe ich mir halt einen Xbox One Controller gekauft. Den ganz normalen Controller ohne ohne Kabel, aber jetzt auch nicht diesen Pro-Controller oder sowas. Das halte ich für eigentlich für relativ unnötig, das Teil. Also jedenfalls für das, was ich damit spiele. So, Entschuldigung, Microsoft. Es ist ein guter Pad, aber für Division zu spielen braucht man eigentlich nicht. So, hier muss ich vermutlich... Ach, guck mal. Einmal wenigstens einen Rucksack. Obwohl, ich müsste eigentlich alles haben. Hier liegt ein Schlüssel. So, jetzt machen sich nebenan natürlich die Geisel bemerkbar. So, diese Standardmissionen wiederholen sich natürlich auch. Das ist eigentlich so ein bisschen, ich will nicht sagen so Füllmaterial, aber so, man spielt das halt zwischendurch, man ballert, man schließt was ab, man sammelt ein paar Punkte ein und so. Das gab jetzt hier für Medizinflügel ein paar Punkte und ein paar Credits und so. Das ist natürlich auch zum Aufleveln ist es natürlich auf der anderen Seite jetzt auch wirklich gar nicht schlecht. Also wenn man das nebenbei spielt. Ist das grau unterlegt, dann habe ich das schon abgeschlossen, ne? Ja, genau. U-Bahn-Leichenhalle. So, da ist auch irgendwie ein Kampf. Das liegt ja auch im Weg. Wir nehmen mal ein paar Standardkämpfe mit. Einfach zum Aufleveln finde ich das nicht schlecht jetzt. Könnt ihr mal laufen, das mache ich ja sonst nie. Wir sind sonst eigentlich immer langsam unterwegs. Achtung, Hütchen umschmeißen. Meine Lieblingsbeschäftigung im Spiel. Kein Grund zur Gewalt. Oh, was ist hier? Ah, nee, oh, nee, komm. Oh, Gegner. Aber so Low-Level-Gegner, ne? Ah, nee, die sind Level 9. Also, ich muss mir angewöhnen, mit der Scar wieder wesentlich mehr in Salven zu schießen. Ist das nur der eine? Boah, ich liebe das neuerdings, diesen Gears of War Move zu machen. Habt ihr Gears of War gespielt? Du warst quasi unschlagbar, wenn du Locust warst und angerollt bist und Shotgun. Da warst du ziemlich unschlagbar mit. Das Geile ist ja auch, dass ich diese Shotgun, die ich hier habe, als Pistole spiele. Die Ratte abgeknallt, Entschuldigung. Also wenn ich das Ding hat er ja auch wirklich im Holster stecken. Ich meine, ich muss sagen, im Holster sieht eine normale Waffe cooler aus. Aber das Ding macht halt so viel Schaden, ne? Geh mal aus dem Weg, Alter, sonst kann ich ihn nicht erschießen. Feindpräsenz entdeckt. Mann, ich hab gedacht, ich hätte das Cleaners Hauptquartier ausgerottet und da würde jetzt gar keiner mehr kommen von denen hier. Ihr brennt hier gar niemand nieder, ihr Pfeifen, ne? Ich will ihn wieder durchs Auto erschießen. Ah, das liebe ich. Das sind meine Special Moves. Durchs Auto erschossen und der Gears of War Move. Was? Nochmal? Wo hat denn der jetzt Feindpräsenz? Okay, da hinten. Sind die hinter mir wirklich hier? Scheint so. Ja,
ist das lange Scope auf jeden Fall hilfreich. Ich finde es immer noch blöd, dass man sich nicht hinhocken kann. Das hätten sie eigentlich einfach machen können. Okay, Geiselrettung. Wo muss ich hin? Hier im Polizeirevier rein, oder was? Oder ist das gar kein Polizeirevier? Doch, oder? Muss ich überhaupt hier rein? Ich gehe einfach mal hier rein. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal gucken, oder? Hier müssen die Schlüssel sein. Okay, hier ist aber keiner, ne? Was gibt's hier? Überlebensratgeber. Sammeln wir natürlich ein. Da hinten wird ein Schlüssel angezeigt. Würde ich sagen. Oder? Kann ich hier die Türe öffnen? Ja. Ja, alles gut. Ich habe die Schlüssel. Kein Stress, ihr Spinner. So, dann kommt mal raus da aus dem Loch. Zivilisten sind sicher. Oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Neue Erfahrungsstufe. Stufe 10 erreicht. Ja, na danke schön. Das läuft doch bei uns. Ja, also dafür dann muss ich sagen, diese kleinen Einsätze sind eigentlich leicht gespielt. Leichtes... Wie soll ich das sagen? Hier komme ich nicht drüber, oder? Wegen dem Stacheldraht? Ne, das springt ja wirklich nicht drüber. Das sind halt so leichte kleine Einsätze, die natürlich trotzdem halt einfach Punkte geben. Und wenn man mal ein bisschen leveln möchte oder sowas, kann man zur Not ja auch liegen lassen, wenn man die nicht spielen will. Kann man durch ein Parkhaus gehen? Ne, was ist das denn? Ach, das sind die Agentenspuren, ne? Ah, das will, dass ich da runtergehe, oder? Hat man das dann eigentlich hinterher noch mit auf der Karte? Oder ist das weg? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier weglaufe, verschwindet das auf der Map? Nee, das bleibt anscheinend angezeigt. Wir sind so ein bisschen in so einer Cleaner-Gegend, oder? Ach, fuck. Ich hab gar nicht... Ich dachte gerade, ich hätte das mit der Deckung ausgerüstet. Will er sich gar nicht wehren? Mann, es soll mal einer Feuer anmachen, Mensch. Wofür seid ihr denn da? Du verbreitest die Seuche. Na, wenn ihr nicht Feuer machen wollt, dann könnt ihr auch sterben. Also ganz auf freier Schussbahn wollte ich ihn jetzt auch nicht damit kommen lassen. So, das Spiel zeigt mir da an, ich soll daher gehen. Aber ich kann eigentlich auch hier laufen, oder nicht? Wir nehmen mal eine Abkürzung, was soll das immer? Was wurde denn da gerade schon wieder so gerührt? Gab es gerade wieder so ein Geräusch? Habe ich irgendwas verpasst? Ich gucke, nein, ich gucke immer noch nicht auf die Minimap. Lasst euch das gesagt sein. Hier so kleine Geschäfte, was gibt's hier? Gar nichts. Alles leer geräumt. Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade Plakate angucke. Ja, die sind auch schon von der Auflösung enorm cool, oder? Das hat man ja sonst nicht, dass man hier so nah rangehen kann und dass da... Hier noch so die ganzen kleinen Buchstaben erkennt und so. Naja, ich will es jetzt nicht so sehr im Himmel loben. Hinterher werde ich wieder gehatet dafür. Aber ich... Guck mal, selbst da, das kannst du wirklich lesen. Was denn, wir hatten da gerade Randale gemacht. Ist da vor uns ein Kampf? Wir sind hier fertig. New York ist nicht mehr, was es mal war. Das ist leichte Beute. Die warten nur darauf, dass sie dich kapieren. Scheiß drauf. Ich stehe auf leichte Ziele. Es gibt Besseres.
Netzen rüber und dann zieh Leine. So, ich hole mir erstmal die Beine hier hinten. Was machst du hier? Wir sind mehr als genug, um dich zu schlagen. Das sollte leicht werden. Die Typen spinnen. Ist ja eigentlich immer nett, dass die ansagen, was die werfen. Oder die rufen immer Tränengas. Dann weiß er schon von alleine, ey, jetzt muss ich mich aber mal verpissen. Boah, Mann, ey, das Ding hämmert doch ganz schön nach oben. Deshalb ist es auch wirklich so, dass ich relativ häufig auf den Oberkörper ziele, weil ich immer denke, ey, wenn die Waffe halt zum Beispiel nach oben hämmert, also wenn man das hier so sieht, wenn ich jetzt, wenn man neben, da wäre so der Brustbereich, dadurch, dass die Waffe immer nach oben wandert, versuche ich eigentlich immer ein ganz klein bisschen unterhalb des Kopfes anzusetzen, damit der erstmal, also damit das zum Kopf hochwandert. Vielleicht ist das auch eine dumme Denkweise von mir. Entschuldigung, falls das eine sehr dumme Denkweise ist. Ich gucke ja immer noch gerne so an, wie das so aussieht. Ich weiß, ganz viele hassen das, glaube ich, wenn ich immer sage, Screenshot Time, Baby. Ich finde es immer noch gut. Ich mache das gerne. 9 bis 12, da ist das Safehouse noch gesperrt. So, jetzt sind wir gar nicht an unserem aktuellen Einsatzort angekommen. Ist aber gar nicht mehr so weit. Ich würde sagen, das sehen wir dann auf jeden Fall im nächsten Video. Ich muss mir mal wieder angewöhnen, dass wir so bei maximal 17 Minuten bleiben. Nämlich sonst wird es echt... mächtig heftig mit dem Upload, muss ich gestehen. Also neulich die 22 Minuten Folge hat dann irgendwie um die 8 GB. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie lange das dauert, das hochzuladen. Ich sage an der Stelle ganz einfach wie immer, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne Daumen hoch. Das hilft so einem Let's Play immer weiter. Genauso, wenn ihr Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Mal und haut rein.